Und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich bin schon so ein bisschen durch den Tag gelaufen. Das heißt, ich sehe schon so ein bisschen, ich bin nicht frisch geschminkt. Ich habe mich heute Morgen geschminkt. Und das hat den Grund, ich wollte einfach mal eine ganz bestimmte Marke ausprobieren. Und ihr wisst es wahrscheinlich schon, weil es hier in der Trump steht. Also Max Factor. Ich habe mal so ein bisschen Max Factor oder Max Factor X mal so ein bisschen unter die Lupe genommen. Mich hat das einfach mal interessiert, weil man sieht das so in der Drogerie. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Kennt ihr ein paar Produkte? Ich kenne eigentlich gar nichts, weil es mir auch irgendwie immer so ein bisschen zu teuer war. Ich habe immer gedacht so, es sieht zwar irgendwie alles sehr edel aus, aber auch so ein bisschen, na, altbacksch möchte ich jetzt nicht sagen. Das wäre jetzt gemein. Aber es ist es irgendwie, für mich war es jetzt nicht so ansprechend. Vielleicht auch, weil man irgendwie immer nichts von denen hört oder weil man irgendwie keine neuen Sachen so. Das geht immer irgendwie so, es geht irgendwie immer so unter. Und ich weiß auch nicht, irgendwie war es keine Marke bis jetzt, die mich so angesprochen hat oder wo ich gesagt habe, das möchte ich mal testen. Ja, das habe ich jetzt geändert. Ich habe mir einige Produkte von der Marke gekauft und möchte euch jetzt darüber berichten, wie ich die Sachen so finde. Die Beleuchtung ist wahrscheinlich jetzt nicht der Burner, es ist draußen schon dunkel. Also es ist wirklich, es ist 4 Uhr nachmittags und es ist draußen schon dunkel. Man kommt echt langsam in Zeitschwierigkeiten. Aber ihr müsst es eigentlich gar nicht so ganz genau unter die Lupe nehmen, weil ich ja schon die Tage davor mitgedreht habe. Das heißt, ich habe jetzt ungefähr eine Woche lang Max Factor getestet, die Marke, und habe mir so ein bisschen meine Gedanken gemacht. Und das ist jetzt praktisch so eine Zusammenfassung. Ich werde immer mal ein bisschen was einblenden, was ich mitgefilmt habe, und werde das dann halt euch jetzt auch so ein bisschen erzählen. Also ich mache so beides. Ich erzähle so ein bisschen, ich zeige euch so ein bisschen was. Ja, also dann legen wir mal los. Das wollte ich nur so ein bisschen erzählen. Also, ja, wie ihr seht, ich bin jetzt auch heute wieder damit geschminkt, aber ich fange jetzt einfach mal von vorne an. Also, ich also in die Drogerie und habe mir alles Mögliche gekauft. Ich habe mir 3 Paletten gekauft. Diese 3. Eine gibt es noch. Ich habe so die mitgenommen. Ja, ich hätte auch 4 mitnehmen können, aber ich habe jetzt 3 mitgenommen, weil ich dachte auch so, auch eine Palette ist irgendwie gar nichts. Dann wisst ihr nichts. Das ist doof. Dann habe ich mir eine beliebige Foundation ausgesucht. Ich weiß, dass ich schon mal ein Video gemacht habe zu einem Produkt von Max Factor. Da siehst du, jetzt fällt es mir ein. Ich habe da schon mal was getestet und zwar habe ich das mit L'Oreal verglichen. Das war so ein ganz neues Produkt. Wenn ich dran denke, werde ich dieses Video nochmal verlinken. Vielleicht interessiert euch das, weil das könnte interessant sein wegen der Foundation oder BB Cream oder ich weiß gar nicht mehr so genau, was das war. Jedenfalls habe ich mir für dieses Video das hier gekauft. Ich weiß gar nicht warum, das war so eine Gefühlssache. Sie haben, glaube ich, 4 verschiedene Produkte, so als Foundation oder BB Cream. Und sie haben, glaube ich, also sie haben ja auch eine ganz gute Auswahl. Sie haben auch eine Puder Foundation oder so. Aber ich bin einfach nach meinem Gefühl gegangen und habe das hier mitgenommen. Hier steht drauf, Lasting Performance, Touchproof und so weiter. Also das ist wohl so eine, die auch ein bisschen länger hält. Habe ich mir denn so ein bisschen, nur mal so, ich habe ja mal ein großes Video gemacht, ganz ausführlich gezeigt, wie man seine Foundation-Farbe rausbekommt, indem man nämlich hier einen Swatch macht. Das habe ich gemacht. Und dann habe ich ja zu euch gesagt, dann müsst ihr rausgehen ins Tageslicht. Was habe ich also nicht gemacht? Ich bin nicht rausgegangen ins Tageslicht. Dachte so, oh, ich bin ja Profi, ich kriege das auch so hin. Ne, habe das dann gemacht. Dachte so, ja, es kommt ungefähr hin. Naja, und dann am nächsten Tag, war es am nächsten Tag, jedenfalls als ich dann im Tageslicht saß, dachte ich, ja, ein Ticken zu dunkel. Habe ich mich geärgert. Also, na, hört lieber auf mich, geht raus. Also ich mache den Fehler auch nicht nochmal. Ich war einfach nur zu faul, rauszugehen. Ja, dann, was habe ich noch mitgenommen? Einen Bronzer. Einen Lippenstift. Schon ein bisschen schmuddelig. Liegt hier eigentlich nur rum. Ja, Lippenstift. Dann habe ich ein Mascara. Dann habe ich nochmal was gefunden. Special Preis, habe ich gedacht. Nimmst du mit? Passt ja gerade super zu deinem Video. Und ich habe das hier mitgenommen. Ein Rouge Blush. Ja, und jetzt werde ich erzählen. Also, es ist ganz interessant. Ist ganz interessant. Womit habe ich eigentlich angefangen? Ja, genau. Ich mich also hingesetzt und habe gedacht, so, jetzt testest du mal, weil ich bin eigentlich
frohen Mutes in das Video gegangen und dachte so, ich glaube, die Sachen sind nicht schlecht, sie werden dich nicht vom Hocker reißen, aber sie sind nicht schlecht, die werden schon ganz gut sein, weil die kosten ja auch so ein bisschen was. Ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie so gedacht, die gibt es ja auch schon sehr lange. Ich glaube, Max Factor war mal ein Make-up-Artist, der hat sogar Marilyn Monroe geschminkt oder so, oder die Marke, so lange gibt es die wohl schon. Also richtig lang, die haben richtig Tradition und richtig Geschichte. Na gut, ich mir also das gekauft und dachte so, teste mal. Dann habe ich mir das aufgetragen und war total enttäuscht. Ich finde, es macht einfach kein gutes Hautbild. Ich war super enttäuscht. Ich habe die ganze Zeit überlegt, liegt es an der Farbe, weil es ein bisschen zu dunkel ist, oder woran liegt das? Ich weiß es nicht. Ich habe es 2 Tage getestet und ich war jedes Mal unzufrieden. Ich fand meine Haut nicht schön danach. Ich fand, meine Haut sah unruhig aus und irgendwie nicht so schön. Vielleicht liegt es an der Farbe, sagt es mir gerne, aber das Produkt fand ich echt nicht schön. Gar nicht schön. Dann ging es ja weiter. Dann habe ich mich mit diesem Bronzer geschminkt. Und wenn ich mich nicht irre, ist das 001 Light Bronzer. Also helle Bronze. Ja gut, Bronze. Ich versuche gerade, den Deckel aufzubekommen. So, das ist ein matter Bronzer. Und wenn man den so sieht, denkt man so, naja, der ist ja dunkel. Warum hast du den denn gekauft? Weil es der hellste war. Es gibt eine Farbe noch dunkler. Und ich habe den einfach mitgenommen. Ich wollte das testen und habe das dann auch getestet. Und auch da war ich total enttäuscht. Ich dachte so, was ist das denn? Wie dunkelorange ist der bitteschön? Wie man denn so ist, man geht mit einem Pinsel rein, bam, bam, und hat dann so einen Balken. Viel zu dunkel, viel zu dunkel. War ich auch total enttäuscht. Ich denke, na, das fängt ja gut an. Also, ich mag ja Max Factor jetzt schon nicht mehr. Dann habe ich das Rouge aufgetragen. Und da war ich schon ein bisschen besänftigter. Ich muss ehrlich sagen, das war nicht meine Farbe, so meine Wunschfarbe. Ich hätte gern den anderen gehabt. Die gibt es 2-mal. Es gibt auch noch andere, die sind so richtig knallrot und orange. Da habe ich schon mal einen getestet. Das mag ich nicht so gern. Die sind mir zu knallig. Aber diese hier, die haben mich so ein bisschen angesprochen. Da dachte ich so, glitzert so ein bisschen, könnte was sein. Nimm mal einfach mit. Ich hätte gerne die andere Farbe gehabt, aber es gab nur diese Farbe. Ja, dann habe ich die mitgenommen. Dann habe ich sie aufgetragen. Und dann war ich eigentlich ganz zufrieden. Also das hat mir ganz gut gefallen. Ja, ja. Naja, dann habe ich die Palette genommen, habe mich damit geschminkt. Das war die erste Palette, mit der ich mich geschminkt habe. Und ja, ich war so mäßig begeistert. Ich weiß nicht genau, woran es lag.
Einerseits hat mich das so ein bisschen an Avon erinnert. Ich dachte so, für den Preis und dann so eine Vierer-Palette ist eh nicht so mein Ding. Ich weiß auch nicht, ich mag das nicht so gerne. Vielleicht liegt es daran, dass ich 10 Jahre Avon benutzt habe und das irgendwie über habe, so diese ganze Avon-Sache, dass ich einfach, ich habe das ja nur benutzt, nur Avon. Ich habe das richtig gelebt, dass ich einfach davon so die Schnute voll hatte, dass ich gedacht habe, so, boah, alles, was mich an Avon erinnert, das sieht ja wirklich auch so aus wie so eine Avon-Palette. Irgendwie hat mich das nicht so begeistert, wie ich das gerne gehabt hätte. Vielleicht lag es auch an dem Bronzer und an der Foundation, die ich vorher dann drauf hatte und dachte so, boah, und dann lila und so ein Orangestich, das passte alles nicht an. Ich war so mäßig überrascht. Ja, und dann habe ich noch den Lippenstift aufgetragen. Der hat nicht lange gehalten, die Farbe ist ganz hübsch, seht ihr auch noch, das ist jetzt aber schon 4 Stunden her. Und so ein ganz normaler Lippenstift. Also ich finde ihn ja... Also ich weiß auch nicht, müsst ihr mal gucken, ob ihr dafür 8 Euro oder so ausgeben wollt. Also ich fand ihn nicht gerade günstig. Aber er ist ganz hübsch, ist auch ordentlich was drin, aber für mich jetzt nichts Besonderes oder so. Aber ich würde auch einen von Trended abnehmen. Also da hat mich Max Factor jetzt hier nicht irgendwie voll krass überzeugt mit der Qualität oder so. Ganz normaler Lippenstift fand ich jetzt nicht so weltbewegend. Die Farbe ist aber sehr schön. Ja. Die Farbe ist Matte 60 Move. So, also am zweiten Tag habe ich mir dann wieder diese Foundation aufgetragen. Ach so, wie war sie eigentlich abends noch drauf? Oh, da muss ich mal kurz nachdenken. Ich habe es ja nicht abgepudert. Ja, die war schon abends leicht runter. Also mir hat das Hautbild eh nicht gefallen. Deswegen, oh, schlecht was zu sagen. Also sie war nicht so meins. Der Bronzer, der war ganz gut abends noch drauf. Na gut, bei der Farbe kein Wunder. Aber beim zweiten Mal schminken, als ich mich mit dieser Palette geschminkt habe, da habe ich ein bisschen weniger Bronzer aufgetragen und dann ging das so einigermaßen. Aber habe ich halt nur für das Video gemacht. Normalerweise wäre das jetzt ein Bronzer, der bei mir in der Schublade verschwinden würde und ich würde ihn nicht mehr benutzen, weil er mir viel zu sehr pigmentiert ist. Ich würde ihn vielleicht im Sommer nochmal testen, aber ganz ehrlich, dafür so viel Geld ausgeben, würde ich nicht machen. Also, ich mache nachher ein Fazit. Erstmal zu dieser Palette. Als ich mich mit dieser Palette geschminkt habe, da habe ich so gedacht, oh, das sind gar nicht deine Farben. Das passt gar nicht richtig zu dir. Das ist so kalt, grau, silber. Der Ton hier, den finde ich richtig toll. Und lila muss man mögen. Schwarz ist jetzt auch nichts Besonderes oder dunkel Anthrazit oder so. Ist von den Farben her nicht so meine Farbrange wäre jetzt nicht so meine erste Wahl, aber ich habe sie mitgenommen, um sie für euch zu testen, weil ich euch was über die Qualität sagen wollte. Und dann muss ich sagen, da war die Qualität ganz gut. Mag sein, dass ich mich an dem Tag ein bisschen wohler fühlte, weil ich nicht krass gebronzt war. Das hat alles so ein bisschen besser gepasst. Auch der Mascara hat mir so ein bisschen besser gefallen am zweiten Tag. Am ersten Tag war ich noch total enttäuscht. Ich habe den nur genommen, weil der fast ausverkauft war. Da dachte ich, der muss gut sein. Ich wusste ja gar nicht, welche Mascara ich nehmen soll. Bin so ein bisschen nach der Bürste gegangen, nach meiner Lieblingsbürste und so weiter. Kann ich euch auch mal zeigen. So ist halt die Bürste. Das kennt ihr ja schon bei mir, ne? Lieblingsbürste, flexibel. Und weil sie halt fast ausverkauft war, dachte ich, guck mal, das haben schon einige Frauen gekauft. Wahrscheinlich ist das denn ein guter Mascara. Ja, wie man denn so ist. Ne? Man steht dann da und denkt so, jetzt willst du mal die Marke testen. Was nimmst du denn jetzt? Na gut, also ich war jedenfalls, fühlte mich schon so ein bisschen besser. Und da muss ich sagen, hat mir die Qualität besser gefallen. Nun glaube ich aber nicht, dass die Qualität unterschiedlich ist, sondern ich glaube nur, dass meine Wahrnehmung an dem Tag anders war, weil ich mich allgemein einfach wohler fühlte. Ich muss mich oft auch an Fremde, also manchmal habe ich sofort große Liebe und manchmal muss ich mich an gewisse Sachen erstmal rantasten. Ich muss dann erstmal so dieses, so raus aus meiner Komfortzone, hat mich an Avon erinnert, war schon erstmal so
Nicht, dass Avon schlecht ist, aber für mich ist Avon Schminke nicht die Weltbeste. Da gibt es bessere Marken, finde ich. Also da muss man nicht unbedingt Avon nehmen, sage ich als Avon-Beraterin. Ja, da kommt die Ehrlichkeit wieder durch. Ne? Aber da bin ich irgendwie so, dass ich sage so, ja, so kann ich nicht mehr so hinterstehen, habe andere Sachen kennengelernt, die finde ich besser. So. Jedenfalls war ich da schon begeisterter. So, und jetzt wird es eigentlich erst richtig interessant, weil ich ja dann nochmal los war in der Drogerie. Ich wollte gar nichts Bestimmtes. Ich glaube, ich wollte nochmal gucken, haben sie auch einen helleren Bronzer oder guck nochmal in Ruhe. Meine Tochter wollte da auch was. Dann bin ich dahin, bin da lang geschlendert und habe ich gesehen, dass die im Angebot ist. Dann habe ich gedacht, das ist interessant. Eine kenne ich schon, habe ich schon ein Video drüber gemacht. Das Produkt hat mir sehr gut gefallen. Die zweite war die totale Enttäuschung. Kann ich ja dann weitergeben. Ist nichts, ist doof. Nein, natürlich nicht. Wenn ihr die toll findet und ihr kennt die schon, benutzt die bitte. Jeder ist anders. Ich möchte dieses Produkt nicht schlecht machen. Ich möchte euch nur ehrlich sagen, dass das Produkt für mich nichts ist. Ich war da enttäuscht. So, weil sie kein schönes Hautbild bei mir gemacht hat. Und dann habe ich die genommen. Weil die 5 Euro kostet, habe ich gedacht, nimm es nochmal mit. Ist ja interessant für andere. Und ihr wisst ja, ich mag ja auch nicht gerne aus so einem Video rausgehen mit der Aussage, die Sachen sind alle doof. Und deswegen habe ich die mitgenommen. Dachte ich, jetzt ist auch egal, jetzt kannst du die 5 Euro auch noch ausgeben. So, und die habe ich dann, ich glaube, das war jetzt der 4. Tag. Ich will jetzt auch keinen Quatsch. Doch, das war jetzt, glaube ich, dritter Tag. Nee, zweimal die. Genau, und dann so am 3. Tag habe ich die dann benutzt. Ja. Und da hat es mich von den Socken gehauen. Also, das Ding hier, ne, das ist sowas von toll. Das muss ich euch mal zeigen. Ich war sowas von begeistert davon, dass ich das am liebsten jetzt jeden Tag benutzen möchte. So ist das manchmal. Ihr habt ein Produkt, findet das total doof und jetzt das hier würde ich euch sofort weiterempfehlen. Sie macht so, jetzt geht's wieder los, Achtung. Sie macht so ein schönes Hautbild. Sie war von der ersten Sekunde an in meinem Gesicht, sie war verschmolzen mit meinem Gesicht. Ich war begeistert. Die Farbe war toll. Das Aussehen war toll. Ich hatte so eine richtige, schöne, tolle, samtige Haut. Die hat mich fast schon an Micho erinnert. So schön war die. Und dann habe ich mir noch mal mein altes Video angeguckt mit der L'Oreal. Und da dachte ich, ach guck mal, da warst du ja auch schon begeistert. Also die und die andere, die so ähnlich aussieht, die finde ich beide richtig klasse. Und die finde ich, glaube ich, noch besser, weil die so richtig schön abdeckt. Ein richtig schönes Hautbild. Ich habe sie jetzt auch drauf. Ich finde sie einfach nur toll. Also davon bin ich richtig begeistert. Und die würde ich euch jetzt auch Tatsache weiterempfehlen. Ja. Kommen wir zum Fazit. Lippenstift habe ich schon gesagt, würde ich jetzt nicht weiterempfehlen, weil er nicht doof war, aber ich finde ihn teuer und ich würde mir einen günstigeren kaufen. Also wenn ich schon in der Drogerie bin, würde ich mir einen günstigeren kaufen. Hat mich jetzt nicht umgehauen, aber er ist ganz schön. Hält 4 Stunden, wenn ihr da einen schlechteren habt. Also ich wüsste jetzt nicht, ich benutze überwiegend Make-up-Coach Lippenstifte oder von Nabla und deswegen habe ich nicht so die mega krasse Drogerie Lippenstift-Erfahrung. Ich habe nur, ich glaube, einen von Trended Up, einen von Catrice und ich bin der Meinung, die waren auch ganz gut. So, deswegen halte ich mich da eher zurück. Von dem Bronzer bin ich ehrlich gesagt super enttäuscht, weil der mir viel zu dunkel, viel zu orangig ist. Er ist matt, aber zu dunkel. Wenn das eure Farbrichtung ist, also ich finde viel zu orange. Eigentlich mag ich orange, aber das ist mir, das beißt sich dann, wenn ihr dann irgendwie, da müsst ihr so auf den Lippenstift achten und so auf das Augenschminke. Wenn ihr dann lila nehmt, beißt sich das mit dem orangefarbenen und dann, das passt irgendwie alles nicht. Deswegen mag ich nicht so eine übertriebenen Farben. Gibt's ja leider nicht heller bei mir. Von dem Blush bin ich ehrlich gesagt angetan. Den finde ich gut. Den würde ich mir auch wieder kaufen, den würde ich auch benutzen und ich würde auch gerne noch die andere Farbe haben. Aber nur diese bauchigen, gebackenen, die so ein bisschen Glitzer mit drin haben, die finde ich schön. Also die haben mir sehr gut gefallen. Ich wäre sogar neugierig jetzt auf den Highlighter von Max Factor. Vielleicht teste ich den nochmal. Mal gucken. Also den würde ich euch auch weiterempfehlen. Der Mascara hat mir am 2. Tag viel besser gefallen und am 3. Tag noch besser und der wurde immer besser. Ich fand die Wimpern nachher so richtig schön lang, voll und hat mir sehr gut gefallen. Also demnach würde ich den Mascara auch weiterempfehlen. Ich muss das schon wieder einschränken. Er ist nicht so gut wie der Sky High. Der Sky High ist und bleibt mein Lieblingsmascara.
Mascara, aber ist auch nicht besser wie Maxima. Oh Gott, ich muss es schon wieder einschränken. Der ist besser und der ist besser. Der natürlich in Schwarz, ne? Nur ich kaufe Sky High nur noch in Schwarz. Aber wenn ihr die beiden schon getestet habt und ihr findet die doof, dann könnt ihr es mit dem mal versuchen. Der ist gar nicht so schlecht. Würde ich den jetzt noch mal kaufen? Wartet mal ganz kurz, ich muss überlegen. Würde ich den noch mal kaufen? Würde ich den noch mal kaufen? Nein, ich würde Maybelline kaufen, Sky High. Schwarz. Aber er ist ganz gut. Aber ich würde ihn nicht noch mal kaufen. Ja. Ich bleib dabei. Gar nicht so einfach manchmal. Ja. Das nicht. Die natürlich nicht noch mal kaufen, weil die doof ist. Ja. Gut. Heute bin ich damit geschminkt. Und das sind schöne Farben. Sehr, sehr schöne Farben. Ist eine Palette, die ich weiterempfehlen würde. Ist eine Palette, die ich gerne öfter benutzen würde. Ist eine Palette, die ich hier alleine auch liegen haben könnte. Würde ich mich auch mit schminken, wenn ich so ein normaler Mensch wäre, wollte ich gerade sagen. Ich bin ja normaler Mensch, aber ich bin ja einer, der sehr, sehr, sehr viel testet. Und sowas wird getestet, benutzt, ein paar Mal noch benutzt. Und dann meistens verschenke ich das dann oder so. Weil das ist einfach dann zu schade, um das liegen zu lassen. Aber ist eine schöne Palette. Ist von den Paletten für mich die schönste. Und ich glaube, es gibt noch eine, die auch sehr schön ist. Und von der Qualität her, dazu möchte ich jetzt noch was sagen. Also, zu allen dreien. Also, das ist überall die gleiche Qualität. Sie sind cremig. Sie sind schön. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist meiner Meinung nach sehr gut. Ich mag Max Factor. Ich habe meine ersten Videos, wo ich noch im Badezimmer gestanden habe, da hatte ich noch unter 1000 Abonnenten. Da war ich eine ganz kleine, da hatte ich 12 Aufrufe oder so. Da habe ich schon Max Factor getestet, ohne es bewusst zu machen, weil ich die einfach nur gekauft habe, weil die, glaube ich, 5 Euro gekostet hat, wie man so ist. Und das war diese längliche Palette. Und ich weiß das ganz genau, die hat mir sehr gut gefallen. Das waren richtig schöne Farben und ich habe mich damit einfach zu gerne geschminkt. Und auch wenn mich das jetzt an Avon erinnert hat, ich finde die Qualität von Max Factor, schuldig, dass das so ein bisschen angekrabbelt ist, ich habe damit gearbeitet. Ich finde die Qualität besser von Max Factor, besser als Avon. Und die kosten, ich glaube, bei Avon kosten die auch um die 8 Euro. Ich finde die Qualität besser. Ich finde, wenn euch das anspricht, kann ich mit gutem Gewissen euch die Lidschatten weiterempfehlen. Also da, die finde ich gut. Die halten auch bis abends. Abends werden die manchmal so ein bisschen komisch, ne? Aber ihr seht ja, das habe ich jetzt auch schon, Gott, ich will nicht lügen. Warte mal, ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. Wie spät ist das jetzt? 6 Stunden habe ich das jetzt drauf. 6 Stunden bin ich jetzt damit geschminkt und wenn ich das mal so ganz, warte mal, Vergrößerungsspiegel. Ja, so ein bisschen setzt er sich ab, könnt ihr aber verhindern, indem ihr eine Lidschattenbase rauf macht. Ich habe mir da heute keine große Mühe gegeben, ich habe einfach nur ein bisschen abgepudert und hatte vorher noch diese Augentropfen drauf, weil ich noch voll die Augenprobleme hatte. Also ich habe die Booster drauf gemacht, Augencreme, dann habe ich nur abgepudert. Also daran könnte es auch liegen. Ansonsten ist das richtig gute Qualität. Könnt ihr sehr gerne mal testen. ja, also da kann ich nicht meckern. Also schönere Qualität als Avon, finde ich wirklich Tatsache. Die würden bei mir besser abschneiden als Avon. Ja, und das war es jetzt, glaube ich, auch schon. Hier liegt nichts mehr. Ja, ich hoffe, dass ich euch vielleicht ein bisschen neugierig gemacht habe auf Max Factor. Vielleicht habt ihr auch was zu berichten. Interessiert mich natürlich sehr, was ihr zu der Marke sagt, ob ihr die überhaupt kennt. Kennt tut ihr die bestimmt auch, seid bestimmt ein paar Mal vorbeigelaufen. Mich würden da sehr mal eure Lieblingsprodukte von Max Factor interessieren, weil ich die mir dann eventuell auch kaufen würde und dann auch nochmal testen würde. Und dann kann ich ja auch vergleichen, weil ich das ja alles liegen habe. Also das würde mich sehr interessieren. Und ob ich mir den Highlighter noch kaufen soll von Max Factor. Ich glaube, der ist ganz gut. Der sieht echt gut aus. Ja, mal gucken. Und vielleicht finde ich ja nochmal den anderen Blush. Also ich bin
Erst war ich total enttäuscht und jetzt bin ich doch so ein bisschen, dass ich sage so, ich kann mit einem Lächeln aus diesem Video gehen, weil sie mich dann doch am Ende so überzeugt haben, dass ich sage, Mensch, da werde ich jetzt öfter mal gucken, ob die mal was Neues haben. Und wenn die was Neues haben, wäre ich die Erste, die das denn hat und euch zeigt. Ja, wirklich, also das muss ich sagen. So, jetzt habe ich, glaube ich, genug hier gequatscht und euch genug gezeigt. Jetzt mache ich erstmal Schluss. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr schreibt mir so ein bisschen was, weil ich bin ein neugieriger Mensch und das interessiert mich ganz besonders. Wie sind denn so, wie ist der andere Mascara oder habt ihr Blush oder habt ihr da so Favoriten? Das würde mich sehr, sehr interessieren. So, ich sag tschüss, bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und danke für alles. Mehr muss ich, glaube ich, nicht sagen. Tschüss.